Los geht's. Und wir hatten auch noch keine Schutztränke und weißt du was alles getrunken. Panzerhaut erstmal, ich hau rein. Jo. Ich schnapp mir die Mega-Panzerhaut. Tipp? Ja, was für einen Tipp kannst du uns geben? Schlag zu, macht Schaden. Ja, einfach Damage. Ach Mist, jetzt habe ich das Ding. Oh, Moment. Erster Tipp, nicht sterben. Wow. Also ich finde, das ist ein guter Tipp. Ja, ach so, na denn. Wenn du das sagst, dann muss ich ja stimmen. Frau hat immer recht. Uralter Trank, den nehme ich mit. So. Ich lebe nach dem Motto von meinem Papa. Mhm. Ich habe immer recht. Außer ich habe nicht recht, dann habe ich auch recht. Ja, das ist irgendwie Standard. Oh nö, jetzt darf ich Valhalla Sackspuren schon wieder suchen. Haha. Na, ich hab's gleich voll. Mann, jetzt laufe ich gleich wieder an den Giganten-Stacheln rum. Jetzt habe ich gerade wieder diesen Giganten-Flashback. Vertreib den Giganten! Where's my Dragonator? Ja, das versuche ich gelegentlich zu machen. Aber atmen. Ja. Ja, das auch. Nee, was haben wir halt mit dem Clown-Angriff das Vieh gegen die Wand fahren lassen, aber ist manchmal schwierig bei mir. Jedes Mal, wenn ich das versuche, ja, ist er im roten Taco-Modus. Und dann funktioniert es nicht. Ja, der rote Taco-Modus. Wo bin ich denn lang gelaufen? Ich hab mich schon wieder keine Ahnung. Ich hab mich schon du wieder musst einfach nur den blauen Glühwürmchen voll. Es sind keine mehr da. Die haben sich auch gesagt, nee. Also, den ist nicht mehr zu helfen. Wie kriegst du das jedes Mal hin? Ich glaube, ich bin doch jetzt richtig. Ja, ah. Wir dir nicht. Die blauen Würmer sind wieder da. Hi. Ach, da läuft er. Ja, perfekt. Ich bin da. Wir können... Jedes Mal... Ich verstehe nicht, wie du dich verlaufen kannst. Ich verstehe es nicht. Ah! Aber ich verstehe auch nicht, wie ich sterben kann. Ich tue es andauernd da so. Ja, Ohrstöpsel! Ich roll erstmal rein. Oh. Das wollte ich nicht. Was denn? Hast du jetzt schon seinen Schwanz abgeschnitten? Nein, das wäre cool. Hätten wir was zu machen. Ah, oh, das wollte ich auch nicht. Obwohl, doch. Ja, die Schreie kann man blocken, aber Problem ist, ich sollte mal was essen. Also essen ist ja immer gut. Trinken wir nicht. Das Problem ist, wenn er am Schreien ist und man hängt, klebt an ihn, dann bringt das Blocken mit dem Schild nichts. Wir müssen ihn weiter nach oben locken. Los. Nee. Oh, der hat was verloren. Meins. Da geht er erstmal wieder looten. Ja.
von hier aus kannst du auch runterrollen, habe ich gesehen. Oh Gott, ich bin schon wieder auf. Ah nee, doch nicht so schlimm. Ja, mir liegt da nichts. Au. Mist. Schon wieder seinen komischen Zurückangriff. Ich glaube, diesen Angriff Marker voll. So oft wie er den benutzt. So. Schon die ganze Zeit um die Katze zu meckern. Mau, mau. Da war es in real life. Sammelkarte? Ja. Das Bonusmeilen. Oh. Ich glaube, da sind wir aber dann wirklich im ganz falschen Spiel dann. Schon wieder ein Drachenschatz. Und erstmal schleifen. Sie rennt schon weg. Nee, 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 nee. Ich gehe erstmal weg und dann schleife ich. Dass er wieder kommt und mich haut. Scheibenkleister! Das ist auch eine doofe Stelle. Na wieso? Da oben ist ein Klotz. Ja, aber ich konnte von da auf nicht auf den Klotz schießen. Deswegen habe ich gesagt, das war eh eine doofe Stelle. Der mag mich bestimmt. Lock ihn mal hierher. Ja, lock den mal dahin. Der hat schon wieder den Taco-Modus aktiviert, ey. Ja. Er ist bei mir! Nee, ja. Nicht mehr. Nein, doch nicht. Aua. Komm zu mir. Ach so. Oder du gehst auch. Das ist natürlich noch besser. Nur Schadenszahlen gelesen. Sehr gut. Oh oh. Wo sind meine Tränke? Where is my Dragonator? Okay. Der haut nach oben ab. Nein, hier unten spielt die Musik. Todeswebermembran? Ah ja. Aber wir haben den Stein noch nicht benutzt. Gibt's hier keinen Anjanat oder so, den ihr mal klatschen könnt? Ein Dämon. Oder ein Batzelgeusel oder ein Dämon, yo. Aua. Denken, ich glaube, die denken sich eher so, nope. Den Heslon wollen sie nicht. Wieder hier. Noch.
Waren wir an der... Ich glaube, wir waren nicht am Dings dran. An der Truhe, oder? Die schon. Okay, dann glaube ich, habe ich vergessen. Glaube ich zumindest. Oh Gott, jetzt bin ich gleich wieder tot. Oh, danke schön. Geht immer dreifach so schnell, wenn du mittrinkst. Yep. Ob das nicht geklappt hat. Doch schon so ein Riesending. Den komme ich da immer noch nicht ran. Achtung, er explodiert wieder. In dem Moment dreht er sich wieder mit dem Kopf um. Ja, und los. Da ist es. Genau das wollte ich. Jetzt kannst du weggehen. Wow. Er spuckt mich immer in das Zeug rein, was mir weh tut. Ich hab's aber zum Glück mitgenommen. Ach Mann. Au. Ich bin tot. Ich auch gleich. Ah, Mistviech. Aber wen kann ich jetzt an die Truhe ran? Help! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ich bin unterwegs. Kann ich denn mal da am besten hin? Alter, kann ich jetzt endlich meinen Schwanz hier looten, bitte? Weiß ich mit Kacke. Ja, das habe ich auch gleich vor, wenn das so weitergeht. Das schafft ihr, let's go! Also jetzt beschmeiße ich ihn mit Kacke, also das reicht mir jetzt. Jetzt reicht's! Nimm dies! Die sterben einfach nö. Kacke bringt nichts, sagt er gerade. Okay. Nee, das hat ihn eindeutig nur saurer gemacht. Jetzt ist er beim. Aber er ignoriert mich gerade dezent. Jetzt kann ich wenigstens looten. So. Ach, nur eine Scheiß sterben. Ich kann nicht mehr reden. Ah! Oh, konnte auch hin! Ah, nice! Konnte ausweichen. Ist sowas von tot. Warum fokussiert er mich? Ja, jetzt kann er Fokus auf mich setzen. Jetzt haut er erstmal ab. Jetzt ist der Fuchs da. Na toll. Siehst du ja jetzt vor mir, siehst du? Siehst du? Siehst du? Ich sieh's ja. Bleib an Ort und Stelle, nicht bewegen. Angriff! Jetzt wird er fertig gemacht. Erstmal fünf Sachen gebrochen. Nice und offen drauf. Er hat schon wieder einen roten Tago. Schon wieder Tago-Dienstag heute. Tago-Dienstag. Oh, bitte beweg dich nicht. Nein!
Na, oh. Doch, hat trotzdem abgebrochen. Ach, Mist. Das war ein Luftangriff. Sagt sich, nee, heute nicht. Luftangriffe gibt's heute nicht. Nein, 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 nein. Was? Deckung. Aha. Gute Tiger. Das war nicht gut. Au. Ich glaube, er ist schon gut am Sterben, wenn er den Angriff macht. Der ist immer am Ausweichen, wenn ich gerade meinen Endschlag machen will. Ich könnte echt... Was war das für eine Trüdi? Weiß nicht. Tiger. Tiger bläst zum Angriff. Nein! Das wäre so gut gewesen, wenn es geklappt hätte. Wie ist denn das passiert? Ich hab ihn umgeniedelt. Ach so. Oh Gott. Hm, Christos! Hallo Christos! Danke für deinen Lärm. Und hi. Siehst du, der Lärm, der Lärm hat den Walhazak gerade verziehen lassen. Nice. Erstmal schön den Fuchs schütteln, der halbe Walhazak denkt sich so, okay, ich muss los. Bruder muss los. Ah, ich bin hoch, du kannst mich nicht treffen. Okay. Mach mal ein bisschen was. Oh. Ja, doch, war in Ordnung. Kann man machen. Aufladen, aufladen. Er liegt gleich. Ja, geht gerade nicht. Ich muss ihn treffen zum Aufladen. So wie du mich beim Schleifen getroffen hast. Ah ja! Nee!
Okay, er ist noch. Er ist noch reingelaufen. Aber leider nicht in die Klinge. Die Klinge macht am meisten Schaden. Lass mich treffen! Oh yeah! wenigstens konnte ich ihn treffen. Boah, ich bin nur am Saufen. Das ist ja hier wie Flatrate. Laufen hier. Du hast mich unterbrochen! Schon wieder! Da! Erst beim Schleifen! Jetzt darf ich nicht mal mehr angreifen! Ja, du warst direkt vor mir! Und sterb einfach nur die ganze Zeit! Ich war einfach. Ich kann doch nichts dafür! Du standest einfach vor mir! Mann, jetzt werde ich noch umgerannt! Und da habe ich einfach auch mit meinem Schwert. Darf ich auch wenigstens nochmal sein Gesicht treffen irgendwie? Nein. Nee, anscheinend nicht. Heute darfst du nichts mehr. Ich geh gleich schlafen. Ich gehe jetzt gleich pennen. Ob du willst oder nicht. Wenigstens das funktioniert noch. Und dann wieder die Nachbarn. Oh, okay, doch nicht schlafen heute. Beeindruckend. Hilft wehe, bei solchen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Gas gebrochen. Ja, jetzt wieder wenigstens. Oh, ich muss trinken. Au, au, au. Okay, so. Unbeeindruckt. Okay. Ist das irgendein besonderer Skill? Ja, dann, ich glaube, dann kannst du nicht umgerannt werden, oder? Ach, dann kann sie auch nicht, von mir unterbrochen werden beim Hauen. Und auch nicht im Flug? Und auch nicht im Flug. Das war eine Frage? Achso, und auch nicht im Flug? Ja, sie sagt, er sagt ja. Ich brauch das. Unbeeindruckt, okay. Das bedeutet, ab sofort werden nur noch Sachen hergestellt mit unbeeindruckt. Und es nennst du, und den Gem nennst du einfach den Anti-Fuchs-Gem. Ich liebe es. Warte mal, der hat doch hier was umgeworfen. Wir können ihn doch hier einfangen, einschlingen lassen. Jo, dann lass mal dahin laufen. Well. Los, komm hierher. Schlingfalle? Funktioniert nicht. Das ist immer noch ein Drangmeldes. Aber die Lehmkröte hilft. Die Lehmkröte hilft bei jedem, außer beim. Beim der Gigante. Der ist ja schon wieder super traurig. Seine Laune ist ja schon wieder im Party-Modus, ey. Ist halt wieder Taco. Nee. Jetzt sind wir in Ordnung. Ah! Ist ein 3-Gem-Slot, bekommt man in fast jedem Set rein. Nice.
Also kriegst du deine Ohrstöpsel und dann brauchst du noch diesen Kristall und dann ist alles gut. Ich hoffe es doch. Natürlich. Au. Au. Dieses Vieh ist so nervig. Das müssen wir ganz oft machen. So nervig. Ich war hinter dem... Das kann doch nicht sein. Ich war hinter diesem Baumstumpf. Hast du meinen Schmerzensschrei gehört? Ja, der war toll. Ist der echt dir entgegengesprungen? Oh nee, es fängt schon wieder an. Okay, man darf also jetzt nur noch hier drinnen kämpfen, außerhalb nicht mehr. Ich bin außerhalb gelandet. Bin ich da irgendwie jetzt rein? Komm ich da rein? Weiß nicht. Gar nicht. Der hat ja echt alles umgeniedet, ey. Ich komm da nicht rein. Ich mach das schon. Ja, dann mach das mal. Dann schleife ich eine Runde. Auf. Lass mich! Ihr habt mich in die Ecke gedrängt. Ich kann dir nicht helfen. Das wieder wegmachen. Das komische Zeug. Das will keiner. Oh ja. Jetzt machen wir ihn fertig. Beweg dich nicht. Oh, ja. Perfekt getroffen. Au. Fängt schon wieder damit an. Hör auf damit, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt kommt es zu dir. Kann ich ja hier unten. Tschüss. So, ich glaube, der ist fast tot. Der hat einen Totenkopf! Auf ihn! Bei mir hat er noch keinen. Bei mir aber. Ah, dass man den nicht einfangen kann. Er ist garantiert auf so einen Dorn getreten, dann hat er einen Schaden gekriegt und dann hat er gesagt, ich geh sterben. Ja. Wurde geweissagt. Er ist müde. Hier geblieben. Er rumpelt davon.
Oh, perfekt, Honig. Mist, ich hatte kein Kraut. Ich habe keine Bomben dabei. Den machen wir dann auch so, oder? Ich kann meine Superattacke machen. Darf ich? Ja. Okay. Bereit? Ja. Okay, ich muss nochmal. Drei. Zwei. Jetzt, mach. Eins. Ich mach. Au. Das ist eine richtig tolle Gegend, wo wir gerade drin sind. Jetzt wieder runter? Ja. Au. Achso, ich gehe ein bisschen weiter zur Seite. Sonst ja, machst wenn, du dann hätte ich dich jetzt echt angeschrien, dass wir ja, ich wollte gerade. Das war gerade mein Endschlag. Jetzt hätte ich dich aber angeschrien. Genau deswegen bin ich schnell zur Seite gegangen. Ich wollte in volle Kanne drauf. Ich dachte, nee. Glaub, denn wirst du mich keinen toll haben. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ich auch. Trink. Au! Trink. Nee. Ich muss hier weg. Locken wir ihn mal woanders hin. Da unten ist zu sehr verpestet. Und ich bin hier oben. Kannst du ihn hierher locken? Oder ich locke ihn hierher? Sehr gut. Eigentlich hätte ich ins Lager zurückgemusst. Weil ich habe echt keine Tränke mehr. Oh, wir haben's. Sehr schön. Gute Arbeit, Partner. Haben wir toll gemacht. Perfektes Team. So, looten wir den schön mal. Ich krieg nur verstorbene Schuppen. Stecher, Reißzahn. Die besseren Sachen. Ich habe die ganze Zeit nur Schuppen gekriegt. Mann! So ein Scheiß. Cortex. Wee! Nochmal auf ihn drauf. Das ist dafür, dass du mich gesupft hast. Wow, ein Eroberer-Siegel. Das waren ja nicht sehr viele Teile, die man gekriegt hat. Von wem? Ja. Gut. Und diesmal sind wir nur einmal gestorben. Das ist nice. Und meine Katze macht gerade richtig viel Level. Ha, Rodeo-Held. Das Übliche bei dir. Großartig. Yay, und schon wieder nicht vertont. Ja. Juhu. Los geht's. Scheint, als müssten wir die Drachenältesten ein wenig genauer untersuchen. Oh, wir haben noch eine Untersuchung. Was ein Zufall.
die Walhazak-Rüstung mal an. Was soll ich herstellen? Ich glaube, es könnte wieder eine Rüstung für mich sein. Wie beim ersten Teil. Ah, so. Oh, lol. Ich bin einfach der Lichtking. Nee, Skeletor. Man ist einfach Skeletor. Oh, super Erholung. Oh yeah. Der hat sogar Schnellessen drin. Miasma Widerstand. Okay, jetzt nicht. Also, die Hose, die braucht man nicht wirklich. Weiß nicht, das vielleicht auch nicht. Aber Erholung hoch. Erholungsgeschwindigkeit und das? Nee, vielleicht. Die beiden. Ich glaube, Brust und Hände wäre was. Ja. Brust und Hände. Höchstleistung ist, glaube ich, nur Angriff. Dann habe ich auf jeden Fall super Hunger. Ah, da, ja, ja, da, ich kann daraus da bestimmt schon was Cooles basteln. Fällt mir. So, bist du schon auf der Suche nach den neuen Drachenältesten? Nö. Okay. Jetzt die Frage, ob man den wieder im Heimat der Ältesten findet oder nicht. Ich glaube, Heimat der Ältesten ist am einfachsten. Ging schnell zumindest. Ich gehe da wieder hin.